Die Eisbären Regensburg beim Warming-up vor dem Spiel bei den Steelers in Bietigheim beim Tabellenschlusslicht. Und die Regensburger wissen natürlich, dieser Tabellenplatz bedeutet gar nichts. Jedes Spiel in dieser Liga ist unglaublich schwer und schwierig. Das erste Aufeinandertreffen hier in Bietigheim konnten die Regensburger allerdings für sich entscheiden. Nicht mit dabei heute die verletzten Richard Diewisch und Thomas Schwamberger. Lukas Flade fehlt, der ist quasi rausrotiert worden. Für ihn André Bühler im Kader der Eisbären Regensburg. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass es nochmal klappt mit einem Dreier in Bietigheim. Und es läuft die Schlussphase in dieser Partie. Knapp 40 Sekunden sind noch zu spielen und Regensburg führt mit 5:1. Wer hätte das gedacht? 1-0 Jakob Weber, 2-0 Christoph Schmidt, dann der Anschlusstreffer, dann das 3:1 Cory Trivino, 4:1 Lukas Heger mit seinem ersten Saisontreffer. Mit ihm werden wir noch ein Interview versuchen und dann 5:1 durch Cory Trivino. Das war gleichzeitig das 100. Tor der Eisbären Regensburg in dieser Saison. 3 Punkte gegen Ravensburg, 3 Punkte gegen Bietigheim, Eishockeyherz. Was willst du mehr? Super gemacht von den Eisbären, die von vielen Fans begleitet worden sind. Heger, 5:1 Auswärtssieg und dann noch dein erster Saisontor. Ja, die Erleichterung war natürlich groß. Also wichtiger war natürlich auf jeden Fall der Sieg, aber jetzt endlich einmal getroffen zu haben, ist natürlich geil. Ihr wart sehr engagiert, sehr zweikampfstark. Ja, also definitiv. Also das war, denke ich, ein absolut verdienter Sieg. Wir haben relativ wenig zugelassen, haben vorne viel kreiert und hat gepasst. Dankeschön, Lukas Heger. Bitte.